Als erste Schaltung der DC-DC-Wandlung möchte ich nun die Funktionsweise des T-Set-Stellers bzw. Abwärtswandlers erklären. Das heißt, wir wollen uns jetzt anschauen, wie funktioniert diese Schaltung. Fangen wir zunächst an vom Aufbau her. Die Schaltung des T-Set-Stellers bzw. Abwärtswandlers besteht hier aus der Eingangsspannungsquelle, einem Schalter, typischerweise MOSFET oder IGBT, und ist damit sozusagen die Grundfunktion, die wir schon beim Wandeln durch Schalten ganz am Anfang der Vorlesung besprochen hatten. Das heißt, tatsächlich ist die Idee, wir haben am Ausgang einen Lastwiderstand und wir schalten in Serie zu dieser Eingangsspannungsquelle einen Schalter. Dieser Schalter wird jetzt pulsweitenmoduliert an- und ausgeschaltet und sorgt damit dafür, dass sozusagen an diesem Ausgang hinter dem Schalter eine Spannung entsteht, die ebenfalls pulsweitenmoduliert sein wird. Das heißt tatsächlich, wir kriegen hier an dieser Stelle hinter dem Schalter eine Spannung, die zwischen 0 und UE schwanken wird, periodisch, und zwar proportional zu dem Steuersignal, multipliziert jetzt hier sozusagen mit der Eingangsspannung UE. Tatsächlich hatten wir gesehen, in der Einführung, wenn wir das jetzt direkt anschließen an dieser Stelle, kriegen wir eine pulsierende Spannung an der Last. Wir wollen aber nach Möglichkeit eine ideale Gleichspannung an der Last haben. Das heißt hier, die Ausgangsspannung UA sollte idealerweise eine Gleichspannung sein, eine konstante Spannung. Das ist der Wunsch, den wir hier haben für die Spannung UA. Wenn wir das betrachten, deswegen schalten wir beim T-Set-Steller Abwärtswandler in diese Grundschaltung für das Wandeln durch Schalten dieser DC-DC-Wandlung einen Tiefpassfilter rein, und zwar einen LC-Tiefpassfilter. Das heißt, parallel zum Lastwiderstand schließen wir den Ausgangskondensator CA an und dann in Serie zum Schalter eine Induktivität L. Warum Induktivität und Kondensator? Tatsächlich, wenn wir hier diese Induktivität weglassen würden, nur den Kondensator zur Glättung reinschalten würden, dann würden wir eine Spannungsquelle auf einen Kondensator schalten. Das würde sehr hohe Ströme geben, unendlich hohe Ströme theoretisch. Und der Wirkungsgrad wäre vergleichsweise schlecht, weil ein Großteil der Verlust an Leistung in Form von Verlustleistung hier in Wärme umgewandelt werden würde. Deswegen haben wir hier so ein verlustloses LC-Filter. Das heißt tatsächlich, was macht dieses Filter? Das wird den Mittelwert dieser Spannung, der wir noch keinen Namen gegeben haben, rausfiltern, und dieser Mittelwert wird gleich der Spannung UA sein. Das ist die Idee. Jetzt haben wir hier ein weiteres Problem tatsächlich. Die Induktivität, dort fließt ein Strom IL, und wenn jetzt der Schalter eingeschaltet ist, wird jetzt ein Strom in der Induktivität fließen. Öffnet jetzt der Schalter, dann muss dieser Strom irgendwo weiter fließen. Ansonsten würde die Induktivität eine sehr hohe Spannung induzieren, die eventuell zur Zerstörung des Schalters führt. Deswegen benötigen wir hier zusätzlich noch so eine Freilaufdiode in der Richtung reingeschaltet, sodass der Strom beim Öffnen des Schalters weiter fließen kann in derselben Richtung wie vorher auch, das heißt in dieser angedeuteten Richtung. Und damit wissen wir jetzt auch, was diese Spannung ist. Diese Spannung ist damit die Sperrspannung an der Diode, nennen wir hier UD. Der Strom durch die Diode wäre der Strom ID zum Beispiel. Und wir hätten hier dann noch einen Schalterstrom IS und könnten dann hier sagen, okay, tatsächlich hier ist irgendwo ein Ausgangsstrom IA, ein Strom in den Kondensator IC. Und das wäre die gesamte Schaltung des Tiefsetzstellers bzw. Abwärtswandlers. Das heißt, eine Spannungsquelle in Serie, ein Schalter, eine Diode, ein passives LC-Tiefpassfilter und ein Lastwiderstand. Und dann von der Funktionsweise hier können wir Folgendes sagen: Der Schalter S wird pulsweitenmoduliert ein- und ausgeschaltet. Daraus entsteht jetzt hier an der Diode eine pulsweitenmodulierte Spannung mit diesem Maximalwert UD max gleich UD und dem Minimalwert, so UD min gleich 0. Und das LC-Filter, was hier ein Tiefpass ist, filtert nun den Mittelwert der Spannung UD raus. Und damit kriegen wir sozusagen, dass UA an dieser Stelle UD Mittel ist. Oder, wenn wir es ausrechnen, D mal UE mit dem Tastverhältnis D der pulsweitenmodulierten Spannung. Tatsächlich werden wir das nachher ableiten. Hier kann man sich das noch relativ gut intuitiv vorstellen. Tatsächlich ist das ja bloß der Mittelwert dieser pulsweitenmodulierten Spannung. Und dieser Mittelwert, den kriegen wir, indem wir hier diese Fläche unter der Kurve berechnen. Und wir jetzt sehen hier tatsächlich bei diesem Verlauf nur zwischen 0 und d mal t ist dieser Wert von 0 verschieden. Dann ist natürlich die Fläche gleich an dieser Stelle d mal t mal ue. Multipliziert mit 1 durch t ergibt das dann hier gleich d mal ue. Das heißt tatsächlich,
Die Ausgangsspannung ist der Mittelwert der Spannung UD und ist hier D mal UE. Und das ist dann die Spannung, die wir hier an dem Lastwiderstand haben, so ähnlich wie wir das auch schon beim Wandeln durch Schalten an dieser Stelle abgeleitet haben. Das heißt, wir sehen, Grundfunktion Tiefsetzsteller Abwärtswandler ist diese Grundfunktionalität des Wandeln durch Schaltens. Wir haben einen Schalter, der an dieser Stelle dafür sorgt, dass, wie man manchmal sagt, die Eingangsspannung zerhackt wird. Das heißt, dass wir hier sozusagen pulsweitenmodulierte Spannung UD erzeugen, ein passives Tiefpassfilter, was dann an dieser Stelle den Mittelwert der Spannung herausfiltert. Und das ist die Lastspannung. Tatsächlich hängt dieser Mittelwert nun ab von dem Tastverhältnis D, das heißt von unserer Steuergröße, mit der wir hier den Schalter ansteuern. Und damit können wir jetzt bei Variation des Tastverhältnisses den Wert der Ausgangsspannung ansteuern. Da wir hier ein verlustloses oder annähernd verlustloses LC-Filter benutzen, kann diese Wandlung mit hohem Wirkungsgrad erfolgen. Und wir sehen auch hier, wir haben jetzt kein Problem mehr mit einer pulsierenden Leistung. Ich möchte nun als nächstes die Zeitverläufe ableiten und damit auch die Schaltzustände dieses DC-DC-Wandlers angeben. Tatsächlich werden wir sehen, wenn wir später die anderen DC-DC-Wandler analysieren, dass jetzt hier diese Vorstellung von diesem einfachen Filtern zwar bei dem Tiefsetzsteller sehr sinnvoll ist, um sich die Funktionsweise zu erklären. Tatsächlich bei den anderen DC-DC-Wandlern wird auch so eine Filterung stattfinden, aber wir sehen das nicht so direkt. Das heißt, es ist oftmals sinnvoller, sich einen Überblick zu verschaffen über die Zeitverläufe und diese dann zu analysieren und zu überlegen, wie findet hier ein Energietransport, eine Energiezwischenspeicherung statt. Das heißt, tatsächlich werden wir jetzt sehen, wenn wir den betreiben, diesen Abwärtswandler bzw. Tiefsetzsteller, dann wird hier beim Einschalten Energie in der Induktivität gespeichert und beim Öffnen des Schalters gibt die Induktivität wieder diese Energie ab. Und diese Betrachtungsweise ist oftmals sinnvoller, um später auch kompliziertere DC-DC-Wandler-Schaltungen zu verstehen. Deswegen wollen wir uns das nochmal angucken. Ich habe das hier vorbereitet, um dann das Zeitverhalten und die Schaltzustände anzuschauen. Zunächst male ich nochmal die Schaltung ab. Das heißt, hier ganz oben malen wir kurz die Schaltung ab und ich zeichne dann die interessierenden Größen ein. Das heißt, hier dieser Tiefsetzsteller aus Schalter, Diode, Induktivität, Ausgangskondensator und dem Lastwiderstand. Und dann wollen wir kurz einmalen unsere uns interessierenden Größen. Zum einen möchte ich hier eine Steuerspannung betrachten. Das sei die Spannung UST. Ich werde weiter an dieser Stelle den Strom durch die Induktivität betrachten, den Strom IL durch die Induktivität L. Wir werden uns anschauen, die Ströme durch die beiden Halbleiterbauelemente, durch den Schalter und die Diode. Machen den einen hier so, den Strom IS so, den Strom D so. Und was wir uns dann auch noch anschauen wollen, ist die Spannung an der Induktivität, das heißt, ich möchte mir hier die Spannung UL anschauen. Tatsächlich werden wir uns nicht die Ausgangsspannung angucken, das haben wir ja schon abgeleitet. Das werden wir uns später anschauen, wie wir dazu kommen, dass wir tatsächlich zeigen können, dass die Ausgangsspannung UA gleich D mal UE ist, wenn D das Tastverhältnis dieser Steuerspannung UST ist. Das heißt, fangen wir an, ich male mal auf die Steuerspannung UST über eine Periode. Wird es vielleicht so aussehen. Dann haben wir hier sozusagen den Zustand ein, hier den Zustand aus, wenn wir diese Steuerspannung betrachten. Das heißt, hier haben wir eine pulsweitenmodulierte Steuerspannung UST. In diesem Bereich zwischen 0 und D mal T ist der Schalter eingeschaltet. Das heißt, das hier wird unsere Einschaltzeit T1 sein. Hier ist S ein und die Diode D aus. Warum ist die Diode D aus? Wenn der Schalter geschlossen ist und die Eingangsspannung UE ist positiv, liegt hier eine Sperrspannung an der Diode an. Das heißt, hier von Kathode zu Anode haben wir dann eine positive Spannung und diese Diode wird sperren. Und wir haben dann hier, wenn der Schalter öffnet und wir nehmen an, wir sind in diesem kontinuierlichen Betriebsmodus, das heißt, dass der Stromfluss durch die Induktivität nie zu Null wird, haben wir dann immer einen positiven Strom, dass in diesem zweiten Zustand, wenn der Schalter geöffnet ist, der Strom durch die Diode fließt. Das ist dann die Ausschaltzeit des Schalters und hier haben wir den Zustand S ist aus und D ist ein bis zum Ablauf der Periode T. Und dann wiederholt sich das periodisch. Wie gesagt, bei der Analyse von den DC-DC-Wandlern, wir betrachten den stationären Betrieb. Das heißt, hier wiederholt sich alles periodisch. Und jetzt wollen wir diese Größen, die wir hier eingezeichnet haben, ableiten und uns auch die Schaltzustände angucken. Das heißt, tatsächlich guckt man sich relativ häufig an, wie verlaufen die Größen in unterschiedlichen Zeitbereichen und wie ändert sich dann die Struktur dieser Schaltung. Das heißt, tatsächlich haben wir hier zwei Bereiche. Ich habe einen Schaltzustand 1 und einen Schaltzustand 2.
Das heißt, ich habe hier 1 den Zustand, wo der Schalter ein ist und die Diode aus. Dafür malen wir jetzt mal das Netzwerk auf. Wir malen jetzt nicht alles ein, sondern bloß grob, wie der Strom fließt. Das heißt, ich habe hier die Spannungsquelle. UE, der Schalter, ist geschlossen. Die Diode hingegen, mal so gestrichelt, ist hier geöffnet. Dort fließt kein Strom. Die Induktivität, durch die fließt ein Strom, durch den Ausgangskondensator und die Last. Das heißt, tatsächlich sehen wir hier, habe ich einen Stromfluss von der Eingangsspannungsquelle UE über den Schalter in die Induktivität. Und dieser Strom teilt sich dann auf. Ein Teil lädt den Kondensator, ein Teil versorgt die Last. Und der Stromkreislauf schließt sich hier. Das heißt hier, das ist die Masche, wo hier der Strom fließt. Die Diode hat hier keine Bedeutung. Das heißt, tatsächlich sehen wir, wenn wir hier einmalen, der Strom IS ist gleich dem Strom durch die Induktivität in diesem Schaltzustand. Das heißt, der Strom in der Induktivität ist, wie man sagt, kommutiert auf den Schalter. Und dort, wo wir die Diode haben, wenn wir hier die Spannung UD einzeichnen, haben wir in diesem Zustand die Spannung UE. UD ist gleich UE. Jetzt wollen wir uns natürlich angucken, wie vorher dargestellt, auch die Spannung UL. Welche ist das hier? UL. Tatsächlich ist in diesem Zustand die Spannung UL die Differenz aus der Spannung hier über der Diode und der Spannung über dem Ausgangskondensator. Aber das soll ja, wie wir angenommen haben bei der vereinfachten Analyse, eine konstante Gleichspannung sein, UA. Also ist hier UL an dieser Stelle UE. Minus UA. Beim Tiefsetzsteller bzw. Abwärtswandler gilt, die Ausgangsspannung ist kleiner als die Eingangsspannung. Das heißt, das hier ist größer als 0. Was bedeutet das? Hieraus folgt, dass die Stromänderung in der Induktivität größer als 0 ist. Warum? Grundgleichung der Induktivität, UL ist gleich LD, IL nach DT. Wenn in diesem Zustand die Spannung UL größer ist als 0, dann muss hier auch, weil die Induktivität ein konstanter Faktor ist, die Änderung größer als 0 sein. Das heißt, damit können wir jetzt hier einzeichnen den Spannungsverlauf an der Induktivität. Das ist das Zweite, was wir machen wollen. Hier in diesem zweiten Diagramm. Während der Einschaltzeit des Schalters liegt jetzt an der Induktivität die Spannung UE minus UA an. Das ist eine positive Spannung. Machen wir die mal so ein. Die Spannung UE minus UA. Und wenn wir jetzt den Strom IL angucken, die positive Spannung verursacht eine Zunahme des Stromes IL. Tatsächlich haben wir gesagt, kontinuierlicher Betriebsmodus. Zu Beginn des Zustands der Schaltperiode werden wir hier an der Stelle einen Strom haben, der größer als 0 ist, weil der Strom ja nie kleiner als 0 oder gleich 0 sein kann. Und der Strom wird dann hier zunehmen bei konstanter Spannung UE minus UA mit einer konstanten Steigungsrate UE minus UA durch L. Das hier sei die Steigung, mit der der Strom zunimmt von seinem Minimalwert auf einen Maximalwert. Ja, haben wir hier IL Max, hier unten IL Min. Das passiert jetzt in diesem ersten Zustand und wir können weitersehen, der Strom durch den Schalter ist hier gleich dem Strom durch die Induktivität. Das heißt, wenn wir hier aufmalen, hier unten den Strom durch den Schalter in dieser ersten Periode, dann wird der gleich sein wie der Stromverlauf in der Induktivität und hier linear von einem Minimalwert auf einem Maximalwert zunehmen. Also auch hier von IL Min auf IL Max zunehmen. Das ist jetzt in diesem kontinuierlichen Betriebsmodus der erste Schaltzustand. Was passiert jetzt? Zum Zeitpunkt D mal T hier öffnet jetzt der Schalter. Das heißt, der Stromkreislauf wird an dieser Stelle unterbrochen, aber die Induktivität als Energiespeicher erzwingt ein Weiterfließen des Stromes. Das heißt, die energietragende Größe an dieser Induktivität ist der Strom. Die kann sich nicht schlagartig ändern, sondern im ersten Augenblick wird der Strom mit demselben Wert IL Max hier weiterfließen und damit dann an dieser Stelle die Diode in Flussrichtung polen. Das heißt, tatsächlich wird die Induktivität eine derartige Spannung induzieren, um den Stromfluss aufrechtzuerhalten, dass diese Diode in Flussrichtung gepolt ist. Und deswegen sehen wir auch, warum die Diode in dieser Richtung reingeschaltet werden muss, damit tatsächlich in dieser Richtung der Strom von Anode zu Kathode fließen kann. Das heißt, was tatsächlich passieren wird, ist, im Ausgangskreis wird die Energie weiter fließen. Das heißt, wenn ich hier den Ausgangskreis betrachte, wird hier weiter durch die Induktivität ein Stromfluss geliefert werden in den Ausgangskondensator und den Lastwiderstand. Aber dieser Strom wird jetzt nicht mehr geliefert von der Eingangsspannungsquelle. Das heißt, diese Eingangsspannungsquelle, jetzt gestrichelt dargestellt, liefert in diesem Zustand keinen Strom, ist also außerhalb unseres Stromflusspfades und der Schalter ist geöffnet. Wir haben ihn hier ausgeschaltet. Steuersignal ist hier auf Low im Auszustand.
Und es fließt jetzt ein Strom durch die Diode. Das heißt, die Diode hat eingeschaltet und wir sagen, der Strom ist auf diese Diode kommutiert. Das bezeichnet den Stromübergang der Leistungselektronen. Das heißt, sprechen wir davon, wenn der Strom von einem Bauelement aufs andere kommutiert, dann wechselt er den Stromflusspfad an dieser Stelle. Und dann haben wir hier den Strom ID. Und ID ist jetzt in diesem Triebszustand gleich dem Wert IL. Und wir schauen uns jetzt auch hier wieder die Spannung an. UL, was ist UL in diesem Zustand? UL ist jetzt natürlich weiterhin die Spannung über dieser Diode minus der Ausgangsspannung. Ja, die Maschenregel gilt hier weiterhin. Aber diese Spannung über der Diode ist in diesem Zustand 0 Volt. Das heißt, wir haben jetzt hier die Spannung 0 minus UA für UL. Wenn wir hier die Maschenregel auswerten, haben also minus UA, weil UA eine Spannung ist, die größer als 0 ist. Ist das eine Spannung, die kleiner als 0 ist? Und wir können jetzt sagen, okay, daraus folgt jetzt hier, der Strom wird abnehmen. DIL nach DT ist mit derselben Begründung, die wir vorher hatten, hier aus der Grundgleichung der Induktivität, so, dass hier der Strom abnehmen wird. Und wir können uns jetzt vorstellen, tatsächlich jetzt beim Öffnen des Schalters liefert die Induktivität die Energie, um den Ausgangskondensator und den Last weiter zu versorgen, damit wir diesen kontinuierlichen Fluss an Energie in die Last reinkriegen und nicht dieses pulsierende Verhalten an der Last. Wie äußert sich das jetzt in diesen Verläufen? Tatsächlich, die Spannung an der Induktivität springt zu diesem Zeitpunkt auf einen negativen Wert. Achtung, das ist nicht die energietragende Größe an dieser Induktivität, deswegen kann diese Größe springen und wird jetzt hier im stationären Zustand auf einen derartigen negativen Wert springen, dass jetzt hier das Spannungszeitflächengleichgewicht erfüllt ist. Das heißt, auch wenn das jetzt hier vielleicht nicht ganz passt, diese Flächen werden gleich groß sein im stationären Betrieb. Und dann springt das hier auf den Wert minus UA an dieser Stelle. Das wäre der Wert minus UA. Wir kriegen für den Rest dieser Periode eine negative Spannung. Tatsächlich, wenn jetzt diese Spannung, wie hier dargestellt, auch wieder zeitlich konstant ist, wird jetzt hier der Strom abnehmen, wieder linear, auf den Anfangswert IL-min. Das heißt, der Strom ändert sich hier um Delta IL, was IL Max minus IL Min ist, während einer Periode. Und danach wird es natürlich wieder zunehmen, wenn der Transistor hier wieder einschaltet. Das heißt, wir sehen, wir haben hier so diesen dreieckförmigen Stromverlauf in der Induktivität und wir können jetzt hier einen Mittelwert einzeichnen. Diesen Mittelwert einzeichnen, das werden wir später ableiten. Der Mittelwert des Stroms durch die Induktivität ist gleich groß wie der Ausgangsstrom. Das kann man jetzt auch schon zumindest grob erklären. Tatsächlich wissen wir, durch einen Kondensator fließt im stationären Zustand kein Gleichstrom. Das heißt, der Gleichanteil des Stromes, der durch die Induktivität fließt, muss durch die Last fließen und im Idealfall fließt nur der Wechselanteil durch den Kondensator. Jetzt sehen wir hier, der Strom hat kommutiert. Das heißt, der Strom in der Induktivität, der im ersten Schaltzustand durch den Schalter geflossen ist, kommutiert jetzt auf die Diode. Das heißt, wir können zunächst mal einzeichnen, im zweiten Zustand ist der Schalterstrom 0. Ich kriege also hier so einen trapezförmigen Stromverlauf im Schalter. Das wird erst wieder beim nächsten Einschalten wieder springen. Das wäre dann der Stromverlauf im Schalter. Und wir haben jetzt natürlich hier einen ebenfalls trapezförmigen Stromverlauf, aber mit fallender Flanke in der Diode. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt 0 auf den Maximalwert IL Max, hier wieder runter. Und dann sehen wir schon, okay, wir haben jetzt hier tatsächlich einen trapezförmigen Strom. Während der Ausschaltzeit T aus fließt der Strom durch die Diode, und zwar der Strom durch die Induktivität. Während der Einschaltzeit T ein fließt hier der Strom durch den Schalter und der Strom durch die Induktivität wechselt also hier bloß seinen Pfad. Während der Einschaltphase fließt er durch den Schalter, während der Ausschaltphase des Schalters über die Diode. Und das wird tatsächlich genauso sein bei allen anderen DC-DC-Wandlern, die nur bestehen aus diesem einen Schalter, einer Diode und einer Induktivität. Das heißt, das sind drei Grundschaltungen, Abwärtswandler, Aufwärtswandler und diesem Inverswandler bzw. Hochsetzsteller, Tiefsetzsteller, Hochtiefsetzsteller.